Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil um Jonas Ems und seiner Kritik am Reitsport. Hier folgt jetzt eben das Statement zum Shitstorm. Ich habe jetzt die Videogeschwindigkeit auch weiter erhöht gelassen, das heißt 1,5-fache Geschwindigkeit, dass wir da schneller durchkommen und uns nur auf die relevanten Sachen dann beziehen können und das Ganze nicht zu lang wird. Ja, dann lasst uns mal anfangen. Hi Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier. Letzten Montag habe ich ein Video hochgeladen, in dem es um die Frage ging, ob es okay ist, auf Pferden zu reiten. Und seit ich meine Tierschutzvideos mache, also seit über 1,5 Jahren, bin ich noch nie auf so viel Gegenwind gestoßen. Ich kann euch sagen, als ich das in den letzten Tagen mitbekommen habe, das war schon ein sehr komisches Gefühl. Du warst mein liebster Influencer, bevor du das Video vom Reitsport hochgeladen hast. Halt einfach deinen Mund, wenn du keine Ahnung hast. Jonas Ems schießt gegen uns Reiter, während wir unsere Pferde besser behandeln als manche Eltern ihre eigenen Kinder. Der keine Ahnung vom Reitsport hat und noch nie selber drin war, sollte lieber leise sein. Fakt ist, Jonas Ems wird jetzt von der kompletten Reitergesellschaft gehasst. So, und nun erstmal vorab Entschuldigung. Und ja, das geht auf meine Kappe. Das Video von letzter Woche Montag war nicht ausreichend vorbereitet und stellt die Sachverhalte definitiv nicht differenziert genug da. Das war mein Fehler. Da hat er auf jeden Fall recht. Man muss aber wirklich auch dazu sagen, dass die Kritik an ihm bzw. der Shitstorm gegen ihn völlig überzogen waren, weil wirklich der Großteil des letzten Videos gepasst haben. Ich hatte da, wie gesagt, auch schon eine Reaktion darauf gepostet. Die werde ich euch einmal in der Videobeschreibung verlinken. Zu den meisten Argumenten, die ich in meinen Videos bringe, auch immer die Quellen in der Videobeschreibung verlinke, habe ich mich in diesem Video vor allem auf die negativen Aspekte des Reitsports fokussiert, wodurch ein gesamtheitlich negativer Eindruck vom Umgang mit Pferden von Reitern entstanden ist und sich viele Reiter in einen Topf geworfen gefühlt haben. Generell konnte der Eindruck entstehen, dass ich alles pauschalisiere und für Außenstehende, die nichts mit dem Reitsport zu tun haben, hätte es so wirken können, als wären alle Pferdehalter Tierquäler oder Reiten wäre immer Tierquälerei. Solche Videos so abzuliefern, sollte niemals mein Anspruch sein und dafür möchte ich mich wirklich in aller Ehrlichkeit bei euch entschuldigen. Ich nehme eure Kritik tatsächlich sehr, sehr ernst und deswegen heute auch diese Stellungnahme bzw. Korrektur. Zu Gast habe ich zwei Expertinnen, die beide jahrelang mit dem Reitsport zu tun haben und hatten, die uns beide zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze geben werden. Ich hoffe, dass dieses Video ein wenig das aufarbeiten kann, was das letzte Video nicht richtig geschafft hat. Vorab aber noch ganz kurz, klar ist, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, ich selbst als Jonas setze mich für den Tierschutz ein. Das heißt, mein Ziel ist es immer, Defizite aufzuzeigen und deutlich zu machen, was schlecht läuft, damit die Aufklärung darüber ein Bewusstsein bei den Menschen schaffen kann und diese Probleme möglicherweise verbessert werden. Das heißt, dass es auf diesem Kanal also niemals ein 100% positives Video gegenüber dem Reitsport geben wird, das ist, denke ich, klar. Einfach auch, weil nicht alles 100% positiv ist. Und dass mein letztes Video eher negativ war, liegt eben auch daran, dass mein Fokus ganz klar auf diesen negativen Aspekten und den Defiziten liegt. Da muss man wirklich auch sagen, der Großteil der Reiterwelt, es sind nicht nur vereinzelte schwarze Schafe, es sind große Schafherden. Der Großteil ist negativ. Dementsprechend sei es ihm verziehen, dass er sich da so auf die negativen Aspekte und Defizite, wie es hier steht, bezogen hat. Aber die sind halt einfach auch die klare Mehrheit, leider Gottes. Genau so habe ich auch schon Videos darüber gemacht, was ich problematisch an der Hundehaltung finde oder an Tieren im Terrarium oder an der Haltung von Nagetieren. Trotz meiner dazu kritischen Videos gibt es natürlich Menschen, die ihren Nagetieren ein tolles Leben ermöglichen oder viele Menschen, die gut zu ihren Hunden sind. Das ändert trotzdem nichts daran, dass es Qualzuchten bei Hunden gibt, die immer wieder gekauft und gezüchtet werden, was ein großes Problem ist, oder dass viele Menschen nicht artgerecht mit ihren Hamstern umgehen. Und das möchte ich deutlich machen. Dafür ist dieser Kanal hier da und ich verstehe mich als ein Sprachrohr für diese Themen. Ähnlich was ich zum Thema Qualzucht, weil er es gerade aufgreift, auch sagen möchte, ich kann euch absolut die Seite von Ina empfehlen. Die heißt Mops-Aktivismus, kann ich euch absolut ans Herz legen, weil die super Aufklärungsarbeit leistet und eben auch selber einen Mops besitzt, den selber damals gekauft hat, in dem Unwissen, ja, was diese Tiere zu ertragen haben, aber das ist nur am Rande. Verhält es sich allumfassend auch beim Pferdereitsport. Es gibt Pferde, denen geht es gut und es gibt Pferdehalter, die verstehen sich und ihr Pferd als Team, als Miteinander und die gehen sehr, sehr gut mit ihren Tieren um. Das ist wunderschön und das würde ich niemals in meinem Leben bemängeln. Und an dieser Stelle muss sich natürlich dann auch niemand rechtfertigen oder sich angegriffen fühlen. Genauso hat der Pferdereitsport aber leider auch seine Schattenseiten und es gibt Reiter, die gehen mit ihren Pferden nicht gut um. Und das bedeutet dann Leid und Qualen für das Tier. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder Reiter so ist oder jeder Pferdehalter. In meinem letzten Video, und das muss ich aber ehrlich auch zugeben, ist der Fokus aber ein gutes Stück verrückt und zwar zu sehr auf diese negativen Aspekte. Noch dazu kommt, dass ich manche Dinge durcheinander gebracht und sogar falsch gesagt habe. Und das geht, wie gesagt, natürlich gar nicht klar. Und was falsch gelaufen ist, bevor wir uns die Experten Meinungen anhören, das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Das ist nicht gerade sogar das erste offizielle Kapitel. Also Kapitel 1, was schiefgelaufen ist. Dazu gucken wir uns die jeweils problematischen Videoausschnitte gerade auch direkt einmal an. Das erste Thema ist das Reiten aus anatomischer Sicht. Denn erstmal muss man sagen, aus anatomischer Sicht ist ein Pferderücken nicht zum Reiten gemacht. Also das ist ja eine sehr deutliche Aussage, die ich hier gemacht habe. Die ist auf sehr viel Kritik gestoßen, weil mir sehr oft erklärt wurde, dass es durchaus Methoden geben soll, mit denen es dann eben möglich gemacht ist, dass ein Pferd sein Leben lang einen Reiter eben auf seinem Rücken tragen kann, ohne dass es Schmerzen erleidet. Dazu hören wir uns natürlich gleich auch, wie gesagt, nochmal die Expertenmeinung an von denen, die wirklich schon mal geritten sind, denn ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. So wie ich es aber durch das ganze Feedback verstanden habe, ist es möglich, ein Pferd zu gymnastizieren und die Muskulatur des Pferdes eben so zu stärken, dass es diesem möglich ist, einen Reiter auch über längere Zeit zu tragen. Hier ist es aber wichtig zu beachten, dass das Gewicht des Reiters auch im Verhältnis zum Körper des Pferdes steht. Völlig also nicht jeder riesige Mensch kann auf dem kleinsten Pferd reiten. Das ist, denke ich, auch logisch. Dabei sind eben auch Faktoren zu beachten, wie der Körperbau des Pferdes, das Gewicht des Pferdes oder eben die Bemuskelung. Ganz wichtig ist auch der korrekte Sitz des Reiters auf dem Pferd, der in guten Reitschulen gelehrt wird. Und ganz wichtig eben auch ein an das Pferd richtig angepasster Sattel. Dazu ist es außerdem wichtig, regelmäßig einen Tierarzt hinzuzuziehen, der sich eben den Zustand des Pferdes anschauen kann und am besten das Pferd auch regelmäßig beim Chiropraktiker vorzustellen, damit eben auch dieser regelmäßig einen Blick auf den Gesundheitszustand des Pferdes hat. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem einmal auf die, im letzten Video habe ich das ebenfalls schon angegeben, ich möchte in diesem Zusammenhang trotzdem
einmal ganz kurz auf die Studie der Universität Zürich zu sprechen kommen, bei der knapp 400 Pferde untersucht wurden von unterschiedlichen Pferdehöfen und Reitschulen, bei denen ein Drittel der Pferde mittel- bis hochgradige Rückenschmerzen aufgewiesen haben, was unter anderem auf falsch ansitzende Sattel zurückzuführen war. Das heißt also, was ich hiermit sagen möchte: Ich möchte nicht anzweifeln, dass es möglich sei, auf einem Pferd zu reiten, ohne dem Schmerzen zuzufügen. Es gibt da offensichtlich Möglichkeiten. Also Sattel ist ja generell ein sehr unterschätztes Thema. Man kennt es auch in diversen Berichtstellen, dass einfach ein Sattel für alle hergenommen wird, und das ist natürlich wahnsinnig problematisch. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass genau diese Studie gezeigt hat, dass es doch einen gewissen defizitären Umgang mit dem Pferd gibt. Und da kann man mir nun sagen, was man will, du verfluchst den ganzen Reitsport, aber das ist eine Studie, die genau diese Zahlen belegt, die ich euch wie gesagt auch in der Beschreibung verlinke. Und wenn ihr aber nun zu den Reitern und Pferdehaltern gehört, die regelmäßig auf die Punkte achten, die ich genannt habe, dann ist das natürlich kein Grund, sich hier angegriffen zu fühlen. Der nächste Unterpunkt: zwei Hilfsmittel. Hier habe ich im letzten Video tatsächlich relativ verbockt, und da hat man eben auch gemerkt, dass ich selber kein Reiter bin, was keine Entschuldigung sein soll übrigens, sondern wie gesagt einfach schlechte Recherche. Da gibt es einmal diesen Ausschnitt hier. Sie bezeichnen Sporen, das ist das hier, Schlaufzügel, das ist das hier, und Kadare, das ist dieses ungebrochene Gebissstück aus Metall mit dieser Hebelwirkung, als tierquälerische Hilfsmittel. Ihr seht in diesem Bild eben auch mit einer wirklich so einer Wunde beim Pferd. Das ist schon auch crazy. So, und hier muss man eben ehrlicherweise sagen, es ist ein relativ manipulatives Mittel, diese Sporen so darzustellen mit diesem blutigen Pferd, weil das passiert eben nicht oft oder nicht immer. Das kann passieren, aber diese Sporen können eben auch völlig unterschiedlich sein. Also nicht alle haben da diese Rädchen dran. Auch das lassen wir uns gleich nochmal genauer erklären. Aber ich verstehe, warum man das so nicht darstellen kann. Und zum anderen heißt es übrigens auch nicht Kadare, sondern Kandare. Also zu den Sporenarten hatte ich ja in meinem ersten Video auch bereits schon was dazu gesagt. Das heißt, die Dornsporen sind in meinen Augen nicht gut, genauso wie die Rädchensporen mit den scharfen Spitzen. Dafür aber die stumpfen Rädchen, die wirklich glatte Räder besitzen, wo man gut abrollen kann, sozusagen, finde ich tatsächlich am pferdefreundlichsten, einfach weil man da weniger Gefahr läuft, dass man irgendwie stecken bleibt, wie mit diesen Dornen, wo einfach nicht abrollen kann. Dementsprechend könnt ihr da gerne nochmal in mein vorheriges Video schauen. So wie ich das jetzt gelernt habe, mit dem N noch drin. Und ob das nun eben alles tierquälerische Hilfsmittel sind oder nicht, das lassen wir uns auch gleich nochmal genauer erklären. Dann gab es drittens den Videoausschnitt mit Annika Schleu. Auch den Teil gucken wir uns gerade mal kurz genauer an. Guckt euch gerne zum Beispiel mal hier diesen Videoausschnitt an, bei einem offiziellen Wettbewerb, hier eben auch von einem deutschen Team. Schaut euch das mal an. Und Annika Schleu. Ne, die Trainerin schreibt im Hintergrund, hau richtig drauf, hau. Und man sieht eben, wie diese Sporen immer wieder in die Seiten des Pferdes reingerammt werden. Also es ist halt so crazy, man kann das so im Fernsehen sehen, es ist eine offensichtliche Tierquälerei, die aber einfach zu einem traditionellen Sport umfunktioniert wurde und jeder akzeptiert es dann einfach. Auch hier muss man eben wieder sagen, habe ich nicht ausreichend kontextualisiert. Der Videoausschnitt, der gerade zu sehen war, war von den Olympischen Spielen 2021 beim modernen Fünfkampf. Wer auf dem Pferd saß, war Annika Schleu, im Hintergrund eben die Trainerin, die tatsächlich eben dieses Hau drauf gerufen hat. Also es war jetzt nicht, was ich mir ausgedacht habe, es war im Video zu sehen. Und tatsächlich hat das eben auch für ordentlich Kritik gesorgt nach diesen Olympischen Spielen. Und das hat so sehr zur Kritik gesorgt, dass gerade darüber diskutiert wird, dass zu den Olympischen Spielen 2028 die Springreitendisziplin, die es bei diesem Auch das hatte ich ja im ersten Video angesprochen, dass der Aufschrei in der Reiterszene extrem war, immens war und sogar viele Leute von außerhalb auf einen zugekommen sind, die mit Pferden nichts zu tun haben, die gesagt haben, hey, was geht denn da, ist das immer so? Ja, wo man sich wirklich in der Zeit extrem geschämt hat, sich Reiter zu nennen, geschweige denn eben auch über Hindernisse zu springen, was ich ja mit meinem Pferd auch tue. Das war dann auch sehr, sehr wichtig, die Leute, die dann auf einen zugekommen sind, aufzuklären und zu sagen, nein, das ist definitiv nicht die Norm und so sollte das auch nicht aussehen. Kampf gibt, die einer von diesen fünf Disziplinen ist, dass die rausfällt, das heißt, dass keine Pferde mehr hier missbraucht werden, sondern eben gegen eine andere Disziplin ausgetauscht wird. Denn es ist schon so, hier werden die Pferde dann eben bei dieser Disziplin zufällig zugeteilt. Annika Schleu war an der Stelle eigentlich in Führung, aber das Pferd hat dann gebockt, man hat offensichtlich gesehen, das Pferd hat keine Lust dazu. Und dann musste eben geguckt werden, wie man das Pferd eben dazu kriegt, dass es dann doch eben weitermacht. Ich hab eben gesagt, ey, hier, das wurde ein traditioneller Sport, bla bla. Und ganz viele Leute haben eben gesagt, ey, das ist nicht der traditionelle Turniersport mit Pferden, das ist nicht Pferdewettkampf, sondern hier, das war Teil dieser Olympischen Spiele des modernen Fünfkampfes, das zählt eigentlich nicht richtig dazu. Ich verstehe, dass ich an dieser Stelle eben diesen Fehler gemacht habe, das wieder so über einen Kamm zu scheren und dass sich dadurch eben wieder viele Reiter auch in einen Topf geworfen fühlen. Auf der anderen Seite möchte ich wieder aus einer Tierschutzperspektive sagen, dieser Ausschnitt hat gezeigt, was dort passieren kann beim Sport, wo es um etwas geht, also wo ein Reiter, eine Reiterin, eine Athletin, ein Teilnehmer, wie auch immer, um eine Medaille, um einen Sieg. Hier möchte ich auch den Springreiter, den Herrn Fuchs, erwähnen, der ja auch extrem negativ aufgefallen ist, bereits mehrfach, und das immer keine großartigen lebenslangen Konsequenzen nach sich gezogen hat. Dementsprechend kann man eben sagen, solche Szenen gibt es nicht nur im Fünfkampf, sondern eben auch im Springsport und natürlich im Dressursport. Die sind ja eh ganz vorne mit dabei, gerade was die Themen angeht mit Abreiteplätzen, die inzwischen schon halb verbarrikadiert werden, weil da einfach nur, was da passiert ist, eine Schande ist. Also ja, und die sich dann dementsprechend da irgendwie vor Videos schützen möchten oder was auch immer. Aber ja, das gerät natürlich trotzdem immer wieder an die Öffentlichkeit und das ist auch gut so. Und ja.
um Ehre, um was auch immer kämpft und das Pferd nur Mittel zum Zweck ist. Das, was man hier gesehen hat, war kein Teamsport. Das, was man hier gesehen hat, war kein freundliches Miteinander. Das, was man hier gesehen hat, war Tiermissbrauch. Tiermissbrauch ist immer dann, wenn ein Tier nur Mittel zum Zweck ist. Wenn du ein Pferd vor eine Kutsche spannst, damit Touristen hinten in dieser Kutsche sitzen können und durch Barcelona oder durch Wien transportiert werden können, dann ist das Tierquälerei. Es ist mir egal, wie große Pferdefreunde ihr seid und was ihr sagt, wie toll diese Pferde sind, dass sie die Menschen da durchbringen und das ist deren Mission und Aufgabe. Das ist Tiermissbrauch, das ist Tierquälerei und das muss abgeschafft werden. Das ist kein Miteinander. Und da diskutiere ich auch nicht, weil es Schwachsinn ist, darüber zu diskutieren. Dieser Videoausschnitt, der da zu sehen war, das ist Tierquälerei und das toleriere ich nicht. Heißt natürlich trotzdem nicht, dass jedes Pferd, das geritten wird, zwanghaft darunter leidet. Das wollte ich damit nicht sagen. Der vierte Punkt, den ich richtig verbockt habe, ist das Dressurreiten. Auch da gucken wir uns kurz mal meinen Videoausschnitt so an. Dressur kann man quasi verstehen als eine Art Machtdemonstration, da das Pferd hier zum absoluten Gehorsam erzogen wird. Die Bewegungsabläufe sind, wie man in diesem Video hier auch gleich sehen wird, sehr unnatürlich für die Tiere und auch ziemlich kompliziert. So, und auch hier werden jetzt Leute, die sich mit Reitsport auskennen, wahrscheinlich drüber lachen, weil man hier auch wieder gemerkt hat, dass ich mich nicht wirklich damit auskenne. Also ich habe Dressurreiten als Machtdemonstration beschrieben. Und ich meine, von mir aus kann man darüber ein bisschen diskutieren. Was ich vor allem auch gesagt habe, ist, dass es sehr unnatürlich für die Tiere sei und das ist wohl einfach falsch. Also was mir erklärt wurde, ist, dass die Dressur im Grunde der Grundbaustein für den Reitsport ist, für den Freizeit- und den Turniersport. Ohne die Dressur ist wohl das gesunde Reiten des Pferdes gar nicht möglich. Damit ist nicht gemeint, dass Dressursport unbedingt notwendig ist, vor allem in den höheren Klassen. Trotzdem sind wohl viele Bewegungen gar nicht unbedingt unnatürlich, sondern in der Natur tatsächlich zu beobachten. Trotzdem muss man bei dieser Dressur einiges beachten und auch das lassen wir uns gleich nochmal genauer erklären. Denn wie gesagt, ich bin kein Reiter und ich würde in Teufels Küche kommen, wenn ich jetzt nochmal versuche, das genauer zu erklären. Nur eben hier auch nochmal zur Klarstellung, das habe ich im letzten Video definitiv nicht richtig gemacht. Der letzte Punkt, und zwar Punkt 5, Machtunterwerfung des Pferdes. Das ist das, was ich mit Abstand am meisten gesehen habe. Das wurde auch immer wieder bei TikTok, also es gab bei TikTok halt wirklich super viele Videos. Das wurde dort immer wieder quasi zitiert, was ich dort gesagt habe. Und die Ausschnitte schauen wir uns gerade auch nochmal kurz genauer an. Und sich einem einzelnen Menschen so zu unterwerfen, das ist eigentlich unnatürlich. Oft wird schon Kindern und Reitbeginnern von Anfang an eingetrichtert, dass man die Herrschaft über das Tier übernehmen muss, weil es sonst eben lebensgefährlich für den Reiter werden kann. Das ist natürlich sehr krass formuliert, wie ich das hier gesagt habe. Und wird der Art und Weise, wie an manchen Reitschulen, dass eben Menschen auf eine gute Art und Weise beigebracht wird, auch einfach nicht gerecht. Deshalb kann das Reiten durchaus auch als dauerhafte Machtprobe zwischen Mensch und Tier angesehen werden. Und dafür muss eigentlich immer irgendeine Form von Gewalt angewendet werden. Das lassen wir uns gleich auch nochmal genauer erklären, aber hier wurde mir so oft gesagt, geschrieben, gezeigt, dass Menschen mit ihren Pferden eben auch umgehen können, ohne an ihnen Gewalt anzuwenden. Und dass das Machtverhältnis zwischen Pferd und Mensch eben nicht zwingend bedeuten muss, der Mensch bringt das Pferd quasi dazu, sich ihm zu unterwerfen durch Schläge, was auch immer, sondern dass es durchaus auch Wege gibt, in denen das anders funktioniert. Auch hier haben wir gleich eben zwei verschiedene Perspektiven und Meinungen und am Ende liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo auch dazwischen. Das ist eben gar nicht immer so einfach zu sagen. Einen wichtigen Ausschnitt gibt es noch. Gibt es überhaupt Sinn, dass das Pferd sich einem dauerhaft unterwerfen muss, damit diese gemeinsame Aktivität ausgeführt werden kann? Die Frage ist also, möchte man wirklich einen Sport ausführen, der ohne die Unterwerfung des Tieres nicht funktioniert, weil es für einen selbst sonst zu gefährlich wäre? So, und dieser Teil, der hat am meisten, glaube ich, getriggert, weil der wurde richtig, richtig oft bei TikTok gezeigt. Und dann wurde eben quasi immer gegenübergestellt, wie Reiter und Pferdehalter eben gut mit ihren Pferden sind und es eben nicht danach aussieht, als müssten sich die Pferde denen unterwerfen oder als wäre das gerade irgendwie ein tierquälerischer Akt, irgendwas in diese Richtung. Und klar ist, dass diese Aussage wirklich sehr reißerisch und dramatisch war und tatsächlich eben auch falsch, wie wir später noch erfahren. So, ich habe mich jetzt nur einmal hier mit Wasser versorgt. Jetzt können wir weiterschauen, aber dann habe ich kein Pipi in den Augen, wenn ich versuche, meinen Husten zu unterdrücken und kann dann einfach einen Schluck Wasser nehmen. Gibt es durchaus Methoden, ein Verhältnis zwischen Mensch und Pferd herzustellen, ohne dass es nach diesem Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip sein muss. Trotz dieser Klarstellung gerade möchte ich dennoch folgende tierethische Frage stellen. Der Mensch setzt sich ja auf das Pferd drauf, ohne dass es jetzt eine offensichtliche Aufforderung des Pferdes gibt, dass sich das Pferd genau das wünscht. Und meine Frage ist halt tatsächlich, passiert das Reiten wirklich, weil man das Gefühl hat, das Pferd möchte das auch und das Pferd findet das schön, das Miteinander, dieses Teamgefühl? Oder passiert das Reiten nicht primär doch, weil man es selber einfach möchte, auf diesem Pferd sitzen und auf diesem Pferd von dem Pferd fortbewegt werden? Versteht ihr, was ich meine? Einfach nur als Gedanke, ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. So, gucken wir kurz, bevor wir zu den Experten kommen, einmal ganz kurz an. Also ich finde, es kommt einfach stark darauf an, wie man auf das Pferd und dessen Bedürfnisse eingeht, wie man es hält, wie man es anreitet, wie man generell einfach mit dem Pferd umgeht, was man auch sonst noch so macht. Ich finde es zum Beispiel ganz, ganz schlimm, wenn die Leute 7 Tage die Woche auf dem Pferd rumjuckeln und komplett eintönige Arbeit mit dem Pferd machen. Am besten 7 Tage die Woche in der Halle reiten, hat das Pferd nicht viel von. Glaube ich, reißt sich auch kein Pferd drum, da groß noch geritten zu werden. Ich finde vielseitige Arbeit sehr, sehr wichtig. Dementsprechend auch Bodenarbeit, mal spazieren gehen, mal ausreiten gehen. Dann natürlich auch reiten. Aber man kann einfach so viel mit dem Pferd machen, außer reiten. Und das sollte auf jeden Fall nicht die Priorität sein, weil ich glaube nicht, dass 7 Tage die Woche Training für ein Pferd gesundheitsförderlich ist. Wie viele draußen auf mein letztes Video reagiert haben. Kapitel 2, die Reitsport-Community. Es war für mich die letzten Tage, wie gesagt, crazy, weil man kann das tatsächlich als eine Art Shitstorm bezeichnen. Und ich habe das so vielleicht sogar in meiner gesamten Karriere bisher als Content Creator über 13 Jahre noch nicht erlebt, weil ich wirklich, wirklich viele, viele Nachrichten bekommen habe und zum Teil auch sehr hasserfüllte Nachrichten. Und ich habe daran eben auch wirklich gemerkt, okay, diese Reitsport- und Pferde-Community, die ist wirklich sehr, sehr groß und es sind viele Menschen, die das betrifft oder die sich hier angegriffen gefühlt haben. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es diese Community vielleicht grundsätzlich nicht so einfach hat, weil es vielleicht eh Leute gibt, die sich darüber lustig machen, dieses Pferdemädchen, oder weil es eben auch von vielen Tierrechtsorganisationen immer wieder Kritik an diesem. Ja, ich glaube, das Problem ist, warum wir es. Okay, vielleicht ein bisschen schlecht gestoppt hier, warum wir das sehr, sehr schwierig finden oder generell, wenn so eine Kritik, so eine pauschale Kritik kommt, weil einfach in den Medien die negativen Bilder überwiegen. Das habe ich ja schon zum Anfang gesagt, der Sport ist negativ behaftet. Ich war schon auf sehr vielen Turnieren, sowohl als Teilnehmer als Zuschauer und muss sagen, dass ich da extrem, extrem wenige positive Bilder gesehen habe und
Dementsprechend macht es das natürlich auch nicht einfacher, wenn man immer sagt, ja, bei mir ist es aber anders. Wir kriegen keine Bühne in der Öffentlichkeit. Und das ist eben die Problematik natürlich, wenn dann so jemand herkommt mit fast 3 Millionen Abonnenten, der dann eben so eine relativ pauschale Kritik verbreitet. Grundsätzlich nicht so einfach hat, weil es vielleicht eh Leute gibt, die sich darüber lustig machen, dieses Pferdemädchen, oder weil es eben auch von vielen Tierrechtsorganisationen immer wieder Kritik an diesem Sport gibt. Ich glaube, das war der Dienstag, als ich zufällig auf TikTok gesehen habe, dass jemand quasi ein Antwortvideo auf das Video gemacht hat. Das ist jetzt, um das kurz einzublenden, das war so ein Video, das hat mittlerweile sogar 62.000 Likes, viele Aufrufe. Es gibt andere Videos, die haben sogar schon 1 Million Aufrufe, die sich quasi mit meinem Video beschäftigen oder meinen Aussagen. Und auch wenn ich das euch gerade mal einblende, so wenn man durch diesen Feed scrollt, einfach, es gibt wirklich massiv viele Videos. Also ich habe noch nie so viele Reaktionsvideos auf etwas bekommen. Und wie gesagt, ich habe wirklich viele Kommentare und Nachrichten bekommen, die auch nicht immer nett waren. Immer wieder, wo auch gesagt wurde, dass eine Entschuldigung erwartet wird und dass ich mich dazu auf jeden Fall äußern muss. Das tue ich an dieser jetzt auch. Ich muss natürlich trotzdem zu diesen Aussagen, dass sich alle Reiter direkt angegriffen gefühlt haben, dazu sagen, dass ich im letzten Video trotzdem auch folgende Punkte gesagt habe. Pauschal, das kann ich euch jetzt direkt vorneweg spoilern, kann man nicht einfach sagen, jeder, der ein Pferd reitet, ist ein Tierquäler. Dann auch das da. Ihr seht schon, es ist ein komplexeres Thema. Man kann nicht ganz einfach sagen, einmal auf dem Pferd reiten ist sofort Tierquälerei. Und aber auch das da. Sucht euch Rat und Hilfe bei Menschen, die es schaffen, Pferde gewaltfrei zu erziehen, denn das gibt es und es gibt Methoden und Möglichkeiten. Das Verwirrendste an der ganzen Sache für mich war tatsächlich, dass es trotzdem auch Leute aus denselben Reihen, also Leute, die schon lange Reitsport machen, gab, die mir geschrieben haben, dass das, was ich gesagt habe im Video, gar nicht so verkehrt ist oder dass es in Ordnung und auch angebracht ist, ein solches Video zu drehen. Hey Jonas, ich bin selber Reiterin. Und du hast recht. Ich reite selber. Und das Ding ist, dass es einfach stimmt. Ich finde, im Kern hat er absolut recht. Sehr gut erklärt. Bin Pferdephysiotherapeutin in Ausbildung und muss ehrlich sagen, dass ich kurz Bauchweh hatte, weil viele Außenstehende es immer sehr schlecht erklären. Du hast das aber sehr gut gemacht. Und dann gab es aber auch eine ganze Menge an destruktivem Feedback, was mich ziemlich bewegt hat innerlich und ich auch viele Dinge dann hinterfragt habe und mich das an manchen Stellen eben auch ein bisschen sauer gemacht hat tatsächlich. Es gab ganz viele Kommentare eben, die plötzlich sich nicht mehr nur auf das eine Video bezogen haben, sondern plötzlich auch meine generelle Existenz als Content Creator. Hier zum Beispiel der Kommentar, wenn man so seine Videos anschaut, dann sieht man, dass er generell versucht, über diese Art von Content Reichweite zu bekommen. Was halt einfach unangenehm ist, weil man kennt den Kontext absolut nicht, dass ich mit meinen ganzen Videos, die ich vorher im Unterhaltungsbereich gemacht habe, viel, viel mehr Views gemacht habe. Das haben diese Leute vielleicht auch nicht auf dem Schirm, aber generell einfach zu behaupten, ich mache das wegen Reichweite, wegen Fame, wegen Geld, fand ich sehr, sehr unangenehm und auch extrem unangemessen, wenn man sich einfach nur den Fakt... Das ist ja auch ein gerne genommenes Argument von wegen, ja, in seinem Fall, er möchte ja nur irgendwie die Reitsport-Community noch abgreifen, weil viele Reitsport betreiben, dass er da Klicks generiert, wo ich sagen muss, das hat er bei 3 Millionen, fast 3 Millionen Abonnenten, definitiv nicht nötig, weil... Unser Eins, beziehungsweise bei mir wurde ja auch gesagt, von wegen, ich möchte ja nur Aufmerksamkeit, ich bin ja nur neidisch oder ich möchte ja nur irgendwelche Abonnenten abgreifen, wo ich mir denke, ja genau, wenn ich jetzt einen Influencer kritisiere, weil der sein Pferd mal wieder mit Schlaufzügeln irgendwo durch die Halle hetzt, ja, wer kommt dann, wenn man mitbekommt, dass ich kritisiere? Das sind dann die blinden Follower, die sich dann auf einen stürzen und ja, dementsprechend einen Shitstorm starten. Das sind einfach Totschlagargumente. Es wurde einfach nicht komplett sich mit diesem Video auseinandergesetzt und das finde ich halt wahnsinnig schade, weil ich fand auch schon das erste Video sehr, sehr gut, sehr, sehr zutreffend und einfach, ja, bei ein paar Geschichten, die ich ja in meinem letzten Video angesprochen habe, ja, lückenhaft, laienhaft, aber das sagt er hier ja auch selber. Schaut, dass ich Tierschutzvideos mache und es machen nicht viele deutsche Creator in Deutschland was zum Thema Tierschutz und wirklich jedes meiner Videos. Und beobachtet mal, welcher Reitsport-Influencer konservative Themen bzw. kritische Themen des Reitsports anspricht. Macht keiner. Und das hat auch seine Gründe. Videos, die zum Tierschutz sind, wirklich eigentlich darauf abzielt, dass ich auf Defizite in diesem Bereich aufmerksam mache. Mir das dann vorzuwerfen, finde ich extrem heuchlerisch, ehrlich gesagt, wenn man sich selber als Tierfreund versteht. Ja. Und davon gab es halt so viel. Der weiß eh nur, dass er damit Views macht und Geld bekommt. Das ist einfach unangenehm. Unter ganz vielen TikToks wurde das geschrieben. Der hat das eh nur für Fame gepostet. Haha, die Antwort dann von der Creatorin des TikToks. Ja, und Leute denken immer noch, es geht hier ums Tierwohl. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Creatorin so. Das ist eine Creator, also die hat 100.000 Follower und sie behauptet einfach so aus dem Nichts, dass die eigentlichen Motive meines Videos nicht das Tierwohl sind. So, ich frage mich, was in den Köpfen der Leuten abgeht. Und auch Leute, die mein Video komplett falsch verstanden haben. Nach seiner Meinung sollten Pferde nur auf der Weide stehen und dort vergammeln. Habe ich überhaupt nicht so gesagt im letzten Video. Es gibt auch keinen Grund, das so zu interpretieren. Auch das einer meiner Lieblingskommentare. Es gibt in jedem Sport was Schlechtes. Ach so, das heißt, nur weil es überall anders auch nicht gut zugeht, sollte man jetzt hierüber nicht sprechen. Das ist einfach nicht logisch und dass so viele Leute das liken, hat macht das mir Angst. Recht. Ich mag Jonas M's Videos, aber sie sind meist bei Tieren negativ beschmückt. War bei den Hundevideos genauso. Klar, überall gibt es Nachteile. Was? Ich mache halt Tierschutzvideos. Natürlich geht es den Tieren in meinen Videos, über die ich spreche, nicht gut. Das ist Bestandteil von Tierschutz, Junge. Und diese Argumente immer, klar, überall gibt es Nachteile, Digga. Damit kann man die Sachen doch nicht rechtfertigen. Ich finde, so er äußert gut. Sich sehr oft negativ bezüglich Tierhaltung etc. Hab sein Content früher mehr gefeiert. Versteht ihr nur, damit ihr mich ein bisschen versteht, dass das derbst demotivierend ist, wenn Leute das plötzlich unter meine Instagram-Sachen schreiben, ja. Wenn meine Ambition Tierschutz ist und Leute sagen, ich äußere mich oft negativ bezüglich Tierhaltung, da drehst du durch, wenn du, und ihr müsst euch vorstellen, die letzten Tage, ich krieg die ganze Zeit diesen. Er wollte nur, dass es sich viele anschauen, weil die Reiterwelt groß ist. Dann antwortet eine Creatorin, er wollte Klicks und Unruhe stiften, wieso spricht man sonst nur das Negative? Und hier haben wir Anchen Augustin und ich pack's überhaupt nicht, dass sie sich überhaupt traut, einen öffentlichen Kommentar zu schreiben. Die reitet ihr Pferd quasi in 9 von 10 Fällen nur mit Schlaufzügeln, hat eine beschissene Haltung, geht wahnsinnig, wahnsinnig unreflektiert mit Kritik um. Ich bin mit der auch schon aneinander gerasselt, weil ich
ja, mir da nicht zu fallen, wenn auch größere Creator zu kritisieren. Und das macht mich einfach wirklich, wirklich sprachlos, dass ausgerechnet die, was wirklich in den negativen Top 3 ist von Pferdeinfluencern, dazu überhaupt einen Kommentar schreibt. Das macht mich wirklich wütend. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Antchen Augustine, 2,7 Millionen Follower in der Reitsportszene. Ja. Was, Achtung, wie gesagt, keine Kritik an der Reitsportszene, jetzt ist nur an allen Leuten aus der Community, gar nicht. Sondern mir nur einfach zeigt, dass nicht verstanden wurde, was die Intention meines Videos war. Auch ganz kurz einmal noch dieser Videoausschnitt. Im Endeffekt hat er nur Gutes davon, weil er, umso mehr Reichweite er hat, umso mehr Geld kann er als Influencer einfach verdienen. Das ist nun mal der Job. Ich kann euch ganz kurz transparent halber einmal sagen, mit meinen Tierschutzvideos verdiene ich tatsächlich kein Geld. Die Schnitt- und mein Rechercheteam kosten tatsächlich bei fast jedem Video mehr Geld, als das, was ich durch die Werbeeinnahmen wiederbekomme, die durch diese Tierschutzvideos generiert werden. Was unter anderem auch damit zu tun hat, dass die Werbeeinnahmen sehr schlecht sind, weil meine Themen oftmals einfach tatsächlich negativ sind und das ist nicht sehr werbefreundlich. Deswegen sind viele Videos auch demonetarisiert, das heißt, ich verdiene gar nichts an denen, wenn es eben explizit darum geht, wie Tiere leiden. Um das ganz klar zu sagen, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Instagram, TikTok und Werbung, die ich dort mache, verdiene ich viel Geld. Ich habe auch letztens irgendwo eine Story geschrieben, wo mir mal wieder jemand unterstellt hat, von wegen, ich möchte nur Fame und Follower abgreifen, dass ich dann wohl eher lieber den Influencern denen das Hinterteil pudern würde, wenn das mein Ziel wäre. Also so viel zu dem Thema. Über dieses Privileg sehr glücklich und über meine Produktionsfirma als Filmemacher verdiene ich auch viel Geld. Das möchte ich gar nicht runterreden. Nur mit Tierschutz, meine lieben Freunde, kann man wirklich nicht viel Geld verdienen und das war auch nie mein Anspruch. Sonst hätte ich einfach meine Unterhaltung weitermachen können. Das ist mir völlig egal. Nur, dass so viele das behaupten und darüber sogar Videos drehen, um das klarzustellen, ja, er hat das Video gut gemacht, weil er damit Geld verdienen kann. Absolut nicht. Und um das auch ganz kurz mal aufzuzeigen, nur, das Video über Pferdesport war eine 9 von 10, was ich hochgeladen habe. Das ist quasi ein Vergleich damit, wie das Video von den Views her abschneidet, verglichen mit den letzten 10 Videos, die man hochgeladen hat. Das heißt, es ist nicht mal so, dass dieses Video jetzt ultra krank performt hat, weil es ja der Reitsport ist. Also jeder dieser einzelnen Aspekte ist einfach Quatsch. Was ich an dieser Stelle aber trotzdem einmal festhalten möchte, und das jetzt gerade das Positive. Es gab trotzdem ganz, ganz viel konstruktives und gutes Feedback, auch viel eben aus der Reitsport-Community, was mich überrascht und auch sehr, sehr gefreut hat. Ganz viele haben sich wirklich viel Mühe unter dem letzten Video gemacht und ganz lange Absätze geschrieben, auch mir per Insta-DM ganz viel geschrieben, ey Jonas, das und das war jetzt nicht so differenziert, das war nicht richtig, sondern es ist eher so und so und so musst du das verstehen. Und das hat mich extrem gefreut. Also das auch gerade trotzdem nochmal auch Lob an diese Community da draußen. Viele Leute haben sich doch auch sehr konstruktiv gemeldet, das hat mich sehr gefreut und ich fand... Ja, ich habe am Jonas auch ein paar Nachrichten geschickt, beziehungsweise ihn in meinen Stories markiert. Ganz ausführlich kommentiert habe ich unter dem Reaction-Video von der Alicia. Und ja, bin gespannt, ob Jonas sich noch irgendwann rückmeldet. Der wird wahrscheinlich einen enormen Zulauf haben, aber mich würde es extrem freuen, wenn er sich da einmal auf den Austausch einlässt. Fand das sehr, sehr schön. Auch die Leute, die vielleicht nicht so für diesen Pferdereitsport sind, er wurde sehr konstruktiv diskutiert in den Kommentaren. Genauso weiter, das fand ich richtig toll, weil all das Destruktive, das kann man vergessen, Leute, die behaupten, er macht sich Geld, Fame und so weiter. Das ist ja auch nicht argumentativ, so kann man nicht sprechen, das bringt uns nicht weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, ganz viele Leute haben sich wirklich sehr deutlich und sehr gut geäußert. Das hat Spaß gemacht, dieser Austausch, und dafür ein herzliches Dankeschön. So, jetzt im dritten Kapitel hören wir uns aber endlich mal an, was Experten auf diesem Gebiet zu diesem Thema zu sagen haben. Deswegen jetzt Kapitel 3, Fragen an die Expertin. Und ich möchte ganz kurz vorneweg eine Sache sagen. Es war wirklich nicht einfach. Ich habe jetzt einige Tage Zeit gehabt, Leute zu finden, mit denen ich spreche. Und der Erstkontakt war nicht kompliziert. Ich habe euch bei Insta gefragt, mit wem soll ich sprechen. Ich habe ganz viele Vorschläge bekommen. Ich habe ganz viele Nachrichten rausgeschrieben und ich habe auch wirklich mit vielen Reiterinnen und Reitern geschrieben. So, und was dann passiert ist, war für mich extrem überraschend, aber ich habe bei ganz, ganz vielen sehr plötzliche Absagen bekommen. Mein Ziel war es, von zwei Seiten Experten zu bekommen. Einmal von einer Person, die lange Zeit Reitsport gemacht hat, sich jetzt aber von diesem Sport distanziert, weil ich die Gründe erfahren möchte, weil ich das wichtig finde, die Perspektive. Da habe ich sehr schnell jemanden gefunden, das war super. Dann wollte ich aber auch eine Person, die jetzt noch im Reitsport aktiv ist und auch Turnier- und Wettkampfsport betreibt, um einfach auch diese Perspektive zu erfahren, wie es da möglich ist, wie das eben mit Tierschutz unter einen Hut zu bringen ist, wie man das verstehen kann. So, ich habe mit wirklich vielen, vielen geschrieben. Mein Management hat mit vielen geschrieben. Da gab es wirklich anfangs viele, die Interesse haben, aber nacheinander wurde mir immer wieder gesagt, dass es doch nicht möglich sei, mit mir zu sprechen, weil es zu gefährlich sei, weil man Angst hätte, dass das Video vielleicht doch irgendwie in ein falsches Licht gestellt wird. Ich sei dazu gesagt, ich habe... Also was ich da noch sagen möchte, ist, dass es natürlich wahnsinnig schwierig ist. Es war nicht viel Zeit. Es ist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, vielleicht eine Woche oder anderthalb Wochen gewesen, die da Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Video war. Ist natürlich dann schwierig, da überhaupt Leute erstens mal zu erreichen und ein gutes Video draus zu machen, sagen wir es mal so. Ich werde auch im Folgenden gleich drauf eingehen, wen er sich da geangelt hat, gerade eben die Influencerin, die ich mir dann auch detailliert angeschaut habe, beziehungsweise darauf hingewiesen worden bin von euch eigentlich. Ja, dass das wohl nicht die beste Wahl war. Ich hatte bis vor diesem Video tatsächlich noch nie was von ihr gehört gehabt und muss auch sagen, ich habe nicht viel verpasst, aber dazu kommen wir gleich später. Was ich sagen möchte, es ist auf jeden Fall einfach eine zu kurze Zeitspanne gewesen. Ich verstehe aber natürlich, dass er relativ schnell hat reagieren wollen, reagieren müssen, weil wenn so ein Shitstorm, das ist was Akutes, ich habe es im letzten Jahr in massiver Form in meiner Mini-Bubble, muss man ja wirklich sagen, selbst erlebt, wie extrem das sich dann verselbstständigt und die Reiterszene ist da einfach komplett gnadenlos. Also dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das werde ich euch auch gerne einmal hier verlinken. Aber ja, das verstehe ich in dem Sinne schon, dass er da hat schnell reagieren wollen.
aber das macht es natürlich schwierig, dann ja entsprechend Interviewpartner zu finden, die da auch geeignet sind für und nicht absagen, dass die das erstmal mit ihren Sponsorpartnern beispielsweise abklären können und so weiter und so fort. Angeboten, dass ich das Video am Ende immer zur Abnahme freigeben lassen kann. Das heißt also, die Personen hätten das Video auf jeden Fall vorsehen können, sagen können, nee, lass das streichen. Also, das habe ich angeboten. Trotzdem haben mir alle, mit denen ich geschrieben habe, die im Turnier- oder Wettkampfsport aktiv sind, abgesagt oder mir per Insta-DM gar nicht erst geantwortet, was ich ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt. Es gab eben auch so Aussagen, dass das nicht geht wegen der Sponsoren, weil das gefährlich sein kann und so. Ich habe mich gefragt, worum geht's denn? Also, was genau könnt ihr mir denn nicht sagen oder wovor habt ihr Angst, was ihr sagen könntet? Das war ein bisschen komisch. Deswegen, falls jetzt von euch Leute in die Kommentare schreiben, ey, warum hast du aber nicht sie gefragt oder warum hast du nicht sie? Glaub mir, ich habe mir wirklich viel geschrieben und ich habe ganz viele Absagen einfach bekommen. Ich habe es ernsthaft versucht. Es gab ein, zwei Absagen, die sehr kurzfristig waren. Eine Person auch, bei der leider das Pferd krank geworden ist, was ich sehr schade fand, da an der Stelle nochmal gute Besserung. Auch ein, zwei zeitliche Absagen einfach, weil es aus Zeitgründen jetzt nicht ging. Trotzdem kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich stelle einmal ganz kurz die Gäste vor, die ich habe. Einmal mit dabei ist Jana Hoger. Sie ist tiermedizinische Fachangestellte und hat ihr Studium in Tierpsychologie kürzlich abgeschlossen. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung mit Pferden und dem Reitsport und ist mittlerweile auch Campaignerin bei der PETA. Vielen Dank nochmal dafür, dass der Kontakt so wunderbar zustande kam. Ja, was man halt zu PETA schon sagen kann, ich kenne die Dame jetzt auf jeden Fall mal nicht, dass PETA halt sehr, sehr extreme Ansichten hat, sich gerne auf Dinge stürzt, die Klicks bringen, die Reichweite bringen. Ich habe mit PETA mehrfach schon selbst versucht, Kontakt aufzunehmen und die stürzen sich aber einfach nur auf die Sachen, wo wirklich, ja, Millionen das sehen, beispielsweise die Olympiade, und nicht auf so kleine Geschichten, in Anführungsstrichen, was ich halt wahnsinnig schade finde, ja, und was halt einfach kein gutes Licht auf diese Organisation wirft. Kommen ist und vielen Dank auch für das Interview. Das heißt, einmal ist Jana mit dabei aus dieser Perspektive. Sie hat Reitsport betrieben über viele Jahre, distanziert sich nun aber davon. Und auf der anderen Seite haben wir Askino. Auch sie hat jahrelange Reiterfahrung, ist Freizeitreiter. Ja, das ist eben die Influencerin, ich mach's hier einmal kurz zurück, von der ich gesprochen habe, wo ihr mich dann darauf aufmerksam gemacht habt, ja, was da eigentlich alles abgegangen ist. Ich blende euch hier gerne mal ein paar Bilder ein, die wirklich nicht schön anzusehen sind, und da finde ich es natürlich auch sehr, sehr schade, dass dann offenbar auch nicht dafür die Recherchezeit genügt hat, in diesem kurzen Zeitraum sich diese Seite anzuschauen und ja, diese Person auszuwählen. Ist Freizeitreiterin, hat auch selber Pferde und ist auch Content-Creatorin und TikTokerin, vor allem im Bereich Reit- und Pferdecontent. Sie hat selber, das habe ich euch eingeblendet, zwei Videos gemacht, die sie auf mein Video bezogen haben und auch direkt angeboten, dass sie mit mir sprechen kann. Und an der Stelle möchte ich einmal auch vielen Dank sagen, dass sie diesen Mut hat, mit mir zu sprechen, denn das ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, sie ist eben keine Turnierreiterin, das auch mit einer Begründung, das wird sie gleich aber noch selber erklären. Und ich hoffe, dass ihr diese beiden Perspektiven spannend findet. Und deswegen gehen wir jetzt rein in die Interviews. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, Anna, vielleicht kannst du mir einführend erstmal sagen, wie lange du schon mit Pferden zu tun hast, wie lange reitest du schon und was ist so deine Geschichte dazu? Also ich reite schon seit Kindheitsbeinen auf. Also meine Mutter hat mich damals in den Reitsport gebracht oder zum Reiten mit den Pferden zu arbeiten, und die hat mich damals sogar vom Kindergarten abgeholt mit Pferd, deswegen bin ich quasi damit aufgewachsen. Aber so richtig reiten gelernt habe ich mit 6, und dass ich mich dann immer stetig weiter fortgebildet habe, habe ich halt immer aus eigenem Interesse gemacht, also bis heute, und ja, bis ich jetzt selber in die Pferdeausbildung eingestiegen bin und mich damit selbstständig gemacht habe im Training. Ja, bei mir war es vielleicht so dieses kleine kleines Mädchen-Träumchen, was ich sicherlich früher auch gelebt habe. Das heißt, ich habe über 20 Jahre lang mit Pferden zu tun gehabt, war im Freizeit, aber auch im sogenannten Pferdesport aktiv und habe da sehr, sehr viel mitbekommen. Und das hat mich dann irgendwann auch dazu bewogen, mir viele Gedanken darüber zu machen und dann eben auch zu verstehen, dass das, was da passiert und was ich eben auch über viele Jahre beobachte, einfach nicht richtig ist und dass da was passieren muss, dass hier Dinge einfach verändert werden. Kannst du auch. Und da kann ich sie tatsächlich auch verstehen. Also, wenn man aus dieser Bubble kommt und nicht mal einen Blick vielleicht in eine andere Bubble werfen hat können, verstehe ich das tatsächlich, dass man dann vielleicht sogar diese Sache komplett ablehnt, weil man einfach nicht mal die Chance dazu bekommen hat, zu sehen, wie es auch anders laufen kann. Auch wenn die Frage sehr schwierig ist, vielleicht so einen Gesamtüberblick darüber geben, was du sagen würdest, wie es in der Reitsportszene zu sich geht, wie es den Pferden geht. Die Reitsportszene ist sicherlich ganz klar durchzogen von massiver Tierquälerei. Hier geht es nicht um die Tiere an sich, hier geht es nicht um das Wohl der Tiere, sondern hier geht es in erster Linie darum, dass Menschen ihren eigenen Ehrgeiz durchsetzen können, dass sie eben ihre eigenen Interessen verfolgen können. Und das ist das, was ich auch heute noch beobachten kann. Ich würde sagen, im Gesamtüberblick sogar sehr gut. Die Reitsportszene hat sich extrem gewandelt. Also dass der Fokus viel. Das finde ich eben nicht. Man sieht es auch gerade bei ihr am Beispiel, dass sie eben Leute blockiert, die Kritik äußern, die sachliche Kritik äußern. Eine Sache kann ich der Person sagen, wenn sie jetzt wahrscheinlich die Kinder oder weitergeleitet bekommt. Bring du deinem Pferd die Piaffe bei und wir können ganz angenehm miteinander sprechen, bevor du meine Trainingsweisen kritisierst. Dankeschön. Äußern, und dementsprechend finde ich nicht, dass sich der Großteil der Reiterszene in irgendeiner Art und Weise positiv verändert hat. Gerade die Reitsportszene, da kann ich nicht wirklich eine positive Entwicklung feststellen. Viel mehr auf die Gesundheit des Pferdes liegt und die Leute sich einfach viel mehr
für das Pferd interessieren als für den hohen Sport. Und auch diese Freizeitszene wird immer populärer sozusagen. Der hohe Turniersport ist gar nicht mehr so populär. Da hat sie recht. Also der Freizeitbereich, der verändert sich massiv. Da gibt es sicherlich auch nicht nur positive Aspekte, sondern auch wahnsinnig viele, die halt einfach sagen, okay, die juckeln ins Gelände und kümmern sich nicht darum, dass das Pferd ordentlich gymnastiziert wird, was im Endeffekt auch nicht besser ist, wenn nicht sogar schlimmer. Aber ja, im Grunde wird diese Szene, die sich eben anders mit dem Pferd beschäftigen möchte, wird immer größer. Das ist richtig. Wie man denkt, sondern eher so die Freiarbeit und dieses Erstaunen darüber, was man mit dem Pferd auf freiheitlicher Basis erreichen kann, ist viel interessanter mittlerweile geworden. Auch im sogenannten Hobbysport, das heißt da in den Freizeitstellen, ist zu beobachten, dass einfach sehr, sehr viel Tierquälerei auch heutzutage noch stattfindet. Wir sehen Tierquälerei in der sogenannten Ausbildung von Pferden und die zieht sich leider oftmals ein ganzes Pferdeleben durch. Und hier geht es oftmals darum, dass natürlich auch die Interessen der Menschen durchgezogen werden, dass da sehr wenig nach den Tieren geguckt wird. So eine ganz grundsätzliche Frage, würdest du sagen, Pferde sind zum Reiten gemacht? Ich würde nicht sagen, Pferde sind zum Reiten gemacht, aber ich würde schon sagen, dass das eine Option ist, also eine Möglichkeit ist, die der Mensch ergriffen hat, das Pferd quasi zu seinem Zweck zu, klingt jetzt blöd, aber zu gebrauchen und zu nutzen. Grundsätzlich würde ich sagen, Pferde sind nicht zum Reiten gemacht. Hier geht es darum, dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen wollen, dass Pferde eben... Ja, das finde ich halt schwierig. Da kommt halt überhaupt nichts bei rum im Sinne von Pferde, nein, sind nicht zum Reiten gemacht. Das ist einfach Fakt. Aber sie können dazu in die Lage versetzt werden. Ich meine, man lernt auch nicht Skifahren, ohne dass man Ski fährt. Das Pferd muss auch reiten lernen, im Endeffekt, um auch die richtige Muskulatur aufzubauen und so weiter. Und das kommt hier halt überhaupt nicht wirklich zur Geltung. Etwas gezwungen werden, wo sie sich eben nicht äußern können, ob sie damit einverstanden sind. Das ist halt sehr pauschal. Das ist das große Problem. Wir können Pferde nicht fragen. Wir können nicht fragen, bist du damit einverstanden, dass ich mich auf deinen Rücken setze, dass ich mit dir über hohe Hindernisse springe, sondern Pferde werden dazu gezwungen. Sie haben oftmals keine Möglichkeit. Und hier haben wir halt wirklich so eine pauschale Aussage, was mich wirklich ärgerlich stimmt. Weil natürlich haben Pferde eine Art und Weise, sich mitzuteilen. Man muss sie halt nur lesen können und eben auch darauf hören, wenn das Pferd sagt, okay, nee, bis hierhin und nicht weiter, wenn irgendwas nicht passt. Wehren sich und werden dann mit schlimmster Gewalt über beispielsweise auch Hindernisse drüber geprügelt. Und das ist das, was wir beobachten und was mich bis heute fassungslos macht. Aber das kommt halt immer darauf an, in welcher Art und Weise man das jetzt macht. Also das heutige Reiten, es dient ja jetzt auch nicht mehr dem Überleben von Menschen oder so groß, sondern es ist halt mehr ein Hobby geworden, wo Menschen sich halt mit diesem Tier gerne auseinandersetzen und halt eine Freundschaft schon aufbauen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, mein Pferd ist mein bester Freund, genauso wie Leute sagen, mein Hund ist mein bester Freund. Also das Verhältnis und die Beziehung zu Pferden hat sich komplett gewandelt. Wie ist da deine Erfahrung? Gibt es Möglichkeiten, ein Pferd länger zu reiten, also über mehrere Jahre hinweg, ohne dass es Schmerzen daran erleidet oder dass längerfristig das Schäden entstehen? Ja, definitiv, weil das ist auch ein Punkt, den ich in deinem Video, der mir sehr aufgestoßen ist sozusagen, weil wenn du ein Pferd, oder du hattest ja auch die Dressur so doll kritisiert, die Dressur ist im Grunde nur die Gymnastizierung, die gesund erhaltene Gymnastizierung eines Pferdes, damit es einen Reiter tragen kann. Also es geht um Muskelaufbau, um Dehnung, Gymnastizierung an sich. Und wenn du all diese Punkte auch mit dem passenden Equipment, was du auch angesprochen hast, was sehr gut war, so ein passender Sattel zum Beispiel ist das A und O, aber wenn all diese Dinge, Equipment und Training zusammen passen und aufeinander korrekt aufgebaut werden können, dann wird ein Pferd auch über Jahre super gesund reitbar sein. Wenn ich mich auf den Pferderücken setze, hat es immer mit einer Belastung dieses Körpers zu tun. Und für uns ist ganz klar, wenn du dir einmal anschaust, in welchem Alter beispielsweise auch gerade eingeritten werden, da sind sie noch im Wachstum. Oftmals sind das Ja, das finde ich halt schwierig, dass man halt hier vom generellen Reiten im korrekten Alter des Pferdes, in einem ausgewachsenen Zustand, auf zu junges Anreiten geht. Das sind halt zwei verschiedene Themen. Also das ist halt Whataboutism. Themaverfehlung im Endeffekt. Kann man Pferde dazu in die Lage versetzen, einen Reiter über mehrere Jahre lang schadlos zu tragen und Pferde zu jung anreiten? Das sind zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Also ja, sehr, sehr schade an der Stelle. Einreiten, das sogenannte Einreiten schon im Alter von 2 bis 3 Jahren, das hat dann nicht nur mit einem psychischen Trauma zu tun, sondern auch mit einem körperlichen Problem, dass wir eben dann oftmals sehen, dass hier extreme Langzeitschäden bei den Pferdekörpern zu beobachten sind. Wie würdest du das vielleicht auch generell sagen? Glaubst du, dass da wirklich jeder Reiter so akribisch drauf achtet, sitzt der Sattel und wird das Pferd richtig geritten, wird die Gymnastizierung richtig durchgeführt? Viele wollen zu schnell was von ihrem Pferd. Leider sind halt auch viele Reiter dabei, die sich nicht genau um ihr Equipment scheren, aber sie sollten das eigentlich tun. Also ein richtig angepasster Sattel, der auch nicht nur einmal für Lebzeit aufs Pferd angepasst werden sollte, sondern idealerweise alle 6 bis 12 Monate sollte ein kompetenter Fachsattler die über diesen Pferderücken gucken, weil durch dieses Training sich der Rücken ja auch immer wieder verändert. Das ist wie, als würden wir ins Gym gehen und mal sind wir so breit und mal haben wir wieder so dünne Arme. Das ist bei einem Pferd genauso. Und darauf muss das halt angepasst sein, damit das auch funktioniert, dass dieser Rücken gesund bleibt. Und ich glaube auch, dass in dieser Studie teilweise natürlich auch ein unpassender Sattel damit eingespielt hat, weil viele Leute nicht ganz genau gut einschätzen können, wie teuer dieser Sport eigentlich sein kann. Das kostet, das Equipment ist saumäßig teuer und auch die Tierarztsachen und alles saumäßig teuer. Das sollte dann halt manchmal an den falschen Stellen sparen. Aber generell würde ich sagen, diese Studie hat halt auch den Einfluss, dass nicht jedes Pferd hat einen Befund, jeder Mensch hat einen Befund. Wenn wir uns jetzt auch komplett durchrankeln würden, dann hätten wir auch einen Befund. Und deswegen finde ich diese Studie immer so ein bisschen schwierig. Da sollte man wirklich noch unterscheiden, ob Befund im Rücken, weil das Pferd von der Anatomie nicht reitbar ist, oder Befund vom Rücken, weil der Mensch es verkackt hat.
Das finde ich noch wichtig zu unterscheiden. Kann ein Pferd deutlich zeigen, dass es Schmerzen hat? Pferde zeigen sehr, sehr häufig, dass sie Schmerzen haben oder dass sie sich in der Situation unwohl fühlen. Was aber ganz, ganz oftmals passiert ist, dass sich Menschen dem widersetzen, dass sie dann anfangen, mit einer Gerte draufzuhauen, dass man eben auch von Trainern beispielsweise hört, jetzt musst du dich durchsetzen. Das stimmt halt leider. Unwilligkeit wird mit Strafe meist dann geahndet. Ja, lass dich hier nicht irgendwie unterbuttern. Und dann wird auf Pferde auch was draufgehauen. Es werden die eigenen Bedürfnisse eben nicht wahrgenommen. Und das ist das ganz grauenvolle. Also auch wenn wir sehen, Pferden geht es nicht gut, Pferde zeigen vielleicht ein Leid oder zeigen ein Unwohlsein, dass wir das oftmals nicht wahrnehmen, weil wir es vielleicht auch nicht verstehen. Aber das ist ganz notwendig, dass wir uns hier Gedanken drüber machen. Meiner Erfahrung nach definitiv. Man muss aber das nötige Feingefühl und den nötigen Blick dazu haben. Ich hatte gerade auch schon mit meiner Schwester darüber gesprochen. Ich sehe direkt, wenn ein Pferd Schmerzen hat. Man sieht das in den Augen. Es gibt ja, das finde ich halt eben von ihr sehr heuchlerisch. Also man sieht bei ihren Pferden, im Training, ich weiß jetzt nicht, welche von ihr sind, welche da Berittpferde sind, die sie da anscheinend ausbildet, Schweifschlagen, man sieht Stress kauen, man sieht wirklich im Blick des Pferdes, dass das nicht Spaß hat an dem, was es tut. Und das finde ich halt ganz, ganz schwierig. Also ich möchte hier auf jeden Fall auch noch auf das Video hinweisen, wo eine super Studie gemacht wird, was Pferde alles für Möglichkeiten haben, Schmerzen anzuzeigen. Das werde ich euch alles in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, aber gerade, dass eben von ihr das kommt, ist es halt super, super ärgerlich, wenn man dann eben im Nachgang sich ihre Seite anschaut, die Highlights durchschaut, ist das einfach nicht sehr schön, weil genau da wurden diese Schmerzanzeichen, diese feinen, ich finde sie schon sehr deutlich, Schmerzanzeichen wurden und werden da einfach ignoriert. Diese sogenannten Sorgenfalten in den Augen von Pferden, das Ohrenspiel. Über den Augen. Das sind ganz viele Zeichen in der Mimik, sage ich jetzt mal so plump vom Pferd. Viele Leute denken halt, dass wenn ein Pferd beißt, tritt, steigt, wie du das auch genannt hattest, dass das so diese knallharten Reaktionen von einem Pferd sind, dass es dadurch sein Unmut zeigt. Aber es sind eigentlich also die feinen Signale. Und ich sehe das, andere Leute sehen es wieder nicht. Ich glaube, man muss dann halt so diese Pferdekörpersprache verstehen können, um das zu sehen. Nimmst du an Turnieren oder Wettkämpfen teil oder hast du das mal gemacht? Ja, also ich weiß nicht, ob Speed Rodeo dir was sagt. Du hattest auch einen Teil, einen Ausschnitt in deinem Video vom Barrel Race. Mhm. Da habe ich amateurmäßig mal mitgemacht, weil ich habe einfach ein bisschen Abwechslung gewollt und dadurch halt neue Leute kennengelernt. Das ist einfach noch ganz andere Bubble, was ich auch in der Memo angesprochen hatte. Springreiter, Dressurreiter, Westernreiter. Es gibt so viele verschiedene Szenen und selbst die Reiter unter sich sind dauernd am Streiten, was jetzt die richtige Variante ist, wie man den Pferd am besten tut. Aber Turniere da auf dem Speedrodeo bin ich mitgeritten. Muss aber auch sagen, dass ich mich davon in gewisser Weise abgewendet habe, weil auch ich gemerkt habe, dass es, oder beziehungsweise nicht an meinem Pferd, wo ich es gemerkt habe, aber an den Pferden, die da sonst mitgeritten sind, dass einige dafür für diesen Druck, dieses Showbusiness nicht gemacht sind. Und auch ich habe mich dann gewissermaßen rausgezogen, weil ich einen ganz großen Unfall hatte mit meinem Pferd. Ich hatte mich leider anderthalb Mal mit ihm überschlagen. Uns ging es gut, aber das war so auch so ein kleiner Knack. Also laut meines Wissens, ich suche es auch nochmal raus, gibt es einen Post vom Mai, wo dieses verletzte Pferd dann wohl wieder bereit war zum Antrainieren und sie dann auch schon wieder spekuliert hat, an solcher Art Turnieren bzw. Speed-Rodeos teilzunehmen. Finde ich ganz, ganz schwierig, dass sie hier sagt, nee, das habe ich jetzt für mich, ich habe gesehen, was da passieren kann, mache ich jetzt nicht mehr. Ist halt auch sehr, sehr schwierig. Also wenn man halt, man sollte halt einfach aufrichtig sein, weil man findet alles heraus und das Internet vergisst halt einfach nicht. Und das hat keine 5 Minuten gebraucht, bis einer von euch mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie genau das Gegenteil noch im Mai von sich gegeben hat und eben schon weiter Turniere reiten wollte. Also Speed-Rodeos in dem Falle. Punkt für mich, wo ich gesagt habe, muss das sein für nichts im Grunde. Ne? Da war ich selber auch auf Turnieren vor Ort, bin selber auch mitgeritten. Das ist ja oftmals auch das, was ja dann appliziert wird, wenn Kinder beispielsweise in die Reitschule gehen, dann vielleicht auch ein Pflegepferd haben oder ein eigenes Pferd haben, dass man dann eben schaut, ja, der Ehrgeiz muss weiter vorangetrieben werden, du gehst auf Turniere, du musst eben dann auch vorne mithalten. Und da geht es nicht darum, dass man schaut, wie geht es dem Pferd damit, sondern hier geht es um den eigenen Ehrgeiz eben voranzutreiben, Profit zu machen, wenn wir uns jetzt die höheren Klassen anschauen, wo natürlich auch sehr, sehr viel Geld mit verdient wird. Und da sehen wir, dass die Bedürfnisse von den Pferden überhaupt nicht respektiert werden. Da muss ich ihr halt recht geben. Also in der Turnierszene ist das genauso. Es mag Ausnahmen geben, es gibt ja auch Spaßturniere, das ist natürlich auch schade, dass das hier nicht Thema ist. Es gibt Trainingsturniere, es gibt Spaßturniere, es gibt einfach lustige Agility-Geschichten oder Wanderritte, wo man halt sagt, hey, da geht's um nichts. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so gar nicht thematisiert wird, dass es eben auch, oder auch Online-Turniere, wo man sagt, hey, da macht man einfach aus Jux und Tollerei mit. Ja, das aber grundsätzlich bei Turnieren, sowohl bei den kleinen Dorfturnieren als auch im Hochleistungssport ist es leider Gottes so, dass ja, dass da die Ergebnisse zählen. Das, also in 9 von 10 Fällen. Respektiert werden, dass da überhaupt nicht geschaut wird, wie geht es den Tieren, sondern hier geht es darum, ja, Ruhm zu bekommen. Hier geht's ja, dass man jetzt überhaupt gar nicht auf die Bedürfnisse schaut. Jein, ich meine, die haben ihre
privatpersönlichen Chiropraktiker und sonstiges. Die werden aber halt in den meisten Fällen schlecht gehalten, so Turnierpferde. Und ja, eben mit Leistungsdruck trainiert. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass da komplett, dass es im hintersten Loch steckt, das Pferd, und dann irgendwie nur zum Turnier rausgezerrt wird. Es fehlt so ein bisschen einfach diese Mehrschichtigkeit, die es einfach im Reitsport gibt. Um Erfolg zu bekommen. Und das ist das, was wirklich schockierend ist und was auch gestoppt werden muss. Es ist mit extremem Stress verbunden, Tiere auf Turniere zu karren, teilweise ja auch wirklich durch die ganze Welt zu fliegen, wenn wir uns angucken im Spitzen. Das sind übrigens auch ganz populistische, beliebte Bilder, die gezeigt werden von Rennbahnen. Ich bin jetzt selber auch kein Fan vom Rennsport, aber das ist halt auch immer super wahnsinnig beliebt und bringt die Menge in Entsetzen, und all das zieht bei Peter halt. Und deswegen, ja, greifen die eben nach solchen Bildern. Sport, was da mit den Pferden passiert, und es darf nicht mehr unterstützt werden. Wir brauchen ja irgendeine Modernisierung in unserer Denke. Vielleicht kannst du mir gerade mal ganz kurz erklären, was man unter Dressurreiten versteht. Dressurreiten, eigentlich ganz klassisch, ist die gesund erhaltene Reitweise und Gymnastizierung des Pferdes. Also es geht darum quasi, dass das Pferd einen Reiter gut tragen kann, und dass generell alle Dressurübungen, alles was du machst, hat mit, das ist jetzt ein großes Thema, aber geht halt um Biegung, Stellung, Untertreten, Versammlung, Aufrichten. Es gibt so viele. Also quasi ist das Pferd wie so ein kompletter Puzzle, so wie ein komplettes Puzzle, und du musst alles irgendwie zusammensetzen, dass es eins ergibt und dass das Pferd gesund erhalten geritten wird. Und Dressurreiten ist schön. Ein Beispiel zum Beispiel die Piaffe. Die Piaffe, das ist auch, glaube ich, hattest du das in deinem Video gesagt, ist, wenn das Pferd so auf der Stelle tänzelt oder trabt. Und die Piaffe der FN ist mittlerweile so möglichst hoch, möglichst weit treten. Das hat mit der eigentlichen Piaffe eigentlich gar nichts mehr zu tun, wo das Pferd unter den Schwerpunkt. Hier finde ich es halt auch wahnsinnig schwierig, dass sie sich da zu äußert, wie eine korrekte Piaffe auszusehen hat. Sie selber hat ihr Pferd mit Longierhilfe, sprich mit einem Zwangmittel, so nach unten gebunden, dass es sich nicht rausheben kann, und dann ist sie hergegangen und hat die Hinterbeine touchiert und dem Pferd beigebracht, dass es so die Hinterbeine hebt, wovon aber keine Hankenbeugung stattfindet. Das, ja, sieht man auch super in diesen Videos, die hatte ich ja eingeblendet von ihr, und das finde ich halt auch schwierig, dass man jemanden hier im Interview nimmt, die ihre Pferde an einseitiges Ausbinden gewöhnt. Das weder einseitiges noch beidseitiges Ausbinden ist richtig. Ich kläre dazu schon seit Jahren auf, habe dazu auch sehr, sehr ausführliche Posts auf meiner Seite. Und ja, ich finde, man sieht eben schon allein an der Ausdrucksweise, wie mit Kritik im Reitsport umgegangen wird. Das heißt, hier wird halt einfach draufgehauen und gesagt, von wegen, bring du erstmal deinem Pferd die Piaffe bei, sonst kannst du gar nicht mitsprechen. Das finde ich höchst problematisch, sich nach einem Auftritt mit sehr, sehr viel Reichweite so zu verhalten, bei dem kleinsten Aufkommen von Kritik. Und man muss ja wirklich sagen, dass das jetzt keine Hau-drauf-Kritik war, sondern wirklich einfach ruhig und entspannt gesagt, finde ich nicht gut. Und ja, sie dann darauf sofort mit Blockieren reagiert hat. Und nachmittags ist mir das dann erst aufgefallen, ja, weil dann einige von euch mir ihre Story geschickt hatten. Das ist wirklich, wirklich, ja, das spiegelt den Reitsport leider besser wider als alles, was sie da hier so von sich gibt. Treten soll, Hinterhand unter, Brustbein hoch. Das ist halt so eine gewisse, sehr stark anstrengende Übung für ein Pferd, die jetzt von so zu so und nur mit Beine strampeln quasi umfunktioniert wurde. Und die klassische Dressur ist eigentlich Gymnastizierung, und die heutige Dressur ist eher Schau, finde ich. Dressurreiten ist eine Art des Pferdesports, in der Pferde eben entsprechende Lektionen vollführen müssen. Und das ist natürlich auch meistens nicht möglich ohne sogenannte Hilfsmittel. Wir sehen hier gerade auch im hohen Dressursport, dass Kandarren bei den Pferden dran sind. Es sind Gebisse, die extrem scharf sind, die extrem Druck auf den Pferdemund. Hier muss man auch sagen, dass die Personen, die Reiter im Dressursport, die gerne ohne Kandare reiten wollen würden, zumal nicht jedes Pferd dazu geeignet ist, eine Kandare zu tragen, weil einfach der Platz im Maul begrenzt ist und manche einfach von der Anatomie her schon einfach keine zwei Gebisse im Maul tragen kann. Das fehlt mir hier natürlich auch, dass diese Dressurreiter gar keine andere Wahl haben, ne? Also das ist jetzt in Umlauf, es wird geprobt mit manchen Turnieren, dass die ausgeschrieben werden, freie Trensenwahl oder freie Wahl der Zäumung, aber es ist einfach noch nicht die Regel. Und auf die Zunge ausüben. Wir sehen, dass mit Gärten gearbeitet wird. Wir sehen Pferde, die oftmals ja in extrem körperlich auch schmerzhaften Positionen für einen längeren Zeitraum sein müssen, um eben dann die Dressurlektionen zu zeigen. Da gibt es aber auch Wettkämpfe, beziehungsweise so eine Art Turnier,
Modus zu. Ja, ja. Ah, ja, ja, das ist ja der Totilas. Der Totilas, den du genannt hattest, ist das höchste Dressurpferd, was man eigentlich so kennt. Der wird ja komplett abgeritten, leider dadurch auch. Weil es eben nicht mehr diese Gymnastizierung ist, sondern nur noch dieses möglichst hoch, möglichst spektakulär. Dadurch reitest du die Pferde eigentlich, du schießt über das Ziel hinaus, du reitest die Pferde damit leider kaputt. Und dadurch sind die auch mittlerweile gezüchtet. Möglichst weit treten, möglichst weit untertreten, möglichst viel Schwung, möglichst spektakulär. Und das. Das hatte ich auch im ersten Video angesprochen, dass aus der Zucht, aus der problematischen, auch die Trageerschöpfung und sehr, sehr viele andere Probleme herrühren, wie zum Beispiel auch ECVM. Ich werde euch hier einmal die Seite einblenden, moderne Zucht, moderne Probleme auf Instagram. Die kann ich euch zu dem Thema absolut empfehlen. Widerspricht eigentlich dem Sinn der klassischen Dressur. Das ist eigentlich schade. Würdest du sagen aber, dass sich über die letzten Jahre im Reitsport, dass sich da was gebessert hat schon? Weil das höre ich viel, dass es früher schlechter war, aber sich heute von der Tendenz schon bessert? Oder bist du da anderer Meinung? Ich kann sagen, dass wir bis heute im gesamten Reitsport noch extreme Tierquälereien sehen, dass wir hier ein extremes, großes Tierleid haben, wenn wir uns einmal den Vergleich machen. Es wird eher versucht, das Image aufzupolieren. Also viel ist da noch nicht passiert. Es wird nur versucht, den Leuten das Maul zu stopfen. Und ja, dementsprechend kann man da jetzt nicht von einer gravierenden Besserung sprechen. Wenn Menschen beispielsweise mit einer Gerte auf den Hund einschlagen würden und wir sagen, ich darf aber nur 5-mal geschlagen werden, dann wäre das auch... Auch wenn sie hier jetzt komplett vom Thema abkommt und jetzt wieder in diese Rennsportszene reinkommt, das ist halt einfach Peter. Das ist leider so. Auch nicht in Ordnung. Da würde keiner in unserer Gesellschaft sagen, ich schaue mir das an und finde es okay, es war ja nur 5-mal. Im Galopprennsport beispielsweise, da ist das erlaubt und da ist es erlaubte Tierquälerei und Pferde sind extrem sensible Lebewesen, die wirklich auch sehr sensibel reagieren, die natürlich genauso Schmerzen haben wie wir auch. Und da ist für mich klar, dass wir auch heute in der modernen Welt immer noch massive Tierquälerei beobachten, die aber von unserer Gesellschaft völlig akzeptiert ist. Würdest du grundsätzlich sagen, dass zum Beispiel in den Olympischen Spielen auch in anderen Bereichen keine Pferde eingesetzt werden sollten und auch vielleicht generell auch Wettkämpfe auf professionellem Niveau nicht mehr stattfinden sollten? Ich finde, der hohe Turniersport, da will ich mich auch nicht mit anschließen. Da gibt es viele Fehler und da wird viel halt auch mit Geld gefunden. Leider und da auch, wie du auch in deinem Video erwähnt hattest, wenn Totilas nicht klar lief, dann wurde es halt überstimmt. Da war ich auch noch nie groß Fan von, muss ich ehrlich auch dazu gestehen, auch als Reiter. Kannst du ein bisschen was zu Hilfsmitteln beim Reiten sagen? Was gibt es da für Hilfsmittel? Also ich würde am liebsten einmal die Sporen und die Gerte sagen oder ansprechen. Also die Sporen sind nicht, also definitiv. Also bei ihr persönlich finde ich tatsächlich die zu engen Ausbinder und das Longieren an einem mechanischen Hackamoor, genauso wie das Reiten in Anlehnung mit einem Hackamoor. Das finde ich hier sehr erwähnenswert, aber dann lass uns mal über die zwei Geschichten hier sprechen. Definitiv keine Treibehilfe. Sporen sind eigentlich dazu gedacht, verfeinerte Hilfen zu geben. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Pferd ins Schenkelweichen reinbringen möchtest, dann nimmst du nutzt du den Sporen eigentlich nur, um das Pferd so ein bisschen, so wie so eine Hand so anzupikern. Dass es also hier fehlt mir halt auch komplett die richtige Erklärung, wofür Sporen sind. Das hatte ich euch im ersten Video bereits einmal gesagt und euch auch in meiner Story bzw. im Story-Highlight Jonas Video die Beiträge dazu verlinkt bzw. den Beitrag speziell jetzt zum Thema Sporen. Das fehlt halt hier komplett, weil man kann Schenkelweichen, man kann sämtliche Seitengänge auch komplett ohne Sporen reiten. Hier fehlt mir einfach komplett das auf die Hinterhand setzen, das Gewicht auf die Hinterhand nehmen und so weiter und so fort. Vorhand entlasten, blablabla. Das fehlt mir komplett. Das ist auch in beiden Videos nicht rausgekommen, dass es eigentlich darum geht, die Vorhand zu entlasten, weil es da ja einfach ein natürliches Ungleichgewicht gibt. Das ist so lange nicht problematisch fürs Pferd, bis sich ein Reiter draufsetzen möchte. Und das Thema fehlt hier leider komplett. So, den Druck so ein bisschen mehr weicht und dass diese Hilfe... Musst du dir vorstellen, es reicht, wenn du dein Bein einen Zentimeter weiter nach links oder nach rechts bewegst, hoch, ja, runter, das hat aber nichts mit Sporen oder zu tun. Von einem Pferd, um verschiedene Signale zu machen. Das wird halt in der Ausbildungsskala immer komplizierter und feiner. Deswegen sollte man Sporen eigentlich erst in der höheren Reitweise benutzen, weil die Ferse benutzt quasi alle Punkte und nimmst du einen Sporen, willst du spezifischer auf diese Punkte eingehen und das Pferd spezifischer lenken dadurch. Das sind so kleine Mini-Signale, die man vielleicht als Außenstehender oder auch Nichtreiter nicht sieht. Für dich quasi ist das Bein da und du denkst dir so, das liegt da einfach nur, aber eigentlich sind das so mini-kleine Punkte, die du da bewegst. Und dafür ist der Sporen eigentlich da und nicht zum Treiben und nicht zum Blutigtreiben und gar keinen Fall. Wenn das Bild, was du da gesehen hast, der wird safe rausgeklingelt worden sein. Das wird die FN nicht genehmigt haben, wenn das Pferd blutet, auch wenn das Pferd sich auf die Zunge gebissen hat, weil es Stress hatte und es aus dem Maul blutet, disqualifiziert und raus. Teilweise auch mit einer längeren Sperrung. Das wird nicht akzeptiert. Hilfsmittel sind ja eigentlich, wie gesagt, eher zur Verfeinerung da, genauso wie die Gerte. Die Gerte ist eigentlich nicht zum Schlagen da. Was ich auch ansprechen wollte, dass beim Rennen haben die ja auch immer eine Peitsche, also einen ganz kleinen Peitschenstab. Den hauen die aber eigentlich nicht drauf, dürfen die auch gar nicht, dann sind die raus. Das ist eigentlich nur so ein Knallgeräusch, was die dann machen, dass das Pferd dann schneller spurt. Vielleicht auch nicht gut, aber sie werden nicht geschlagen. Ich benutze eine Gerte eher zum Touchieren. Das ist eine ganz andere. Also wenn sie jetzt den Rennsport meint, die werden natürlich antuschiert, weil dadurch entsteht ja überhaupt dieses Klatschgeräusch überhaupt. Also wie arg und wie schmerzhaft das jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war leider noch nie bei einem Rennen vor Ort, weil ich mir das ganz gerne auch selber mal anschauen wollen würde, um mir da auch eine finale Meinung
bilden zu können. Aber ja, ein Klatschgeräusch entsteht nicht, ohne dass etwas aufeinander stößt. Andere Art und Weise von der Gerbenbenutzung, quasi touchieren, ist halt nur ein ganz leichtes Anticken. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig, weil die gute Dame, also Anna heißt sie, auch ein Video drin hat, wo man definitiv nicht von einem leichten Touchieren sprechen kann, sondern eher von jedem Schritt einmal Gerde drauf, Gerde drauf, Gerde drauf, Gerde drauf. Finde ich schwierig. Schwierig, 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 dass eben ausgerechnet sie dazu etwas sagt. Sie sagt so und macht so. Bemerkbar machen, wenn ich zum Beispiel die Piaffe übe, muss ich das Hinterbein berühren können und dafür reicht mein Arm nicht. Und deswegen gehe ich dann da hinten mit der Gerte dran sozusagen und halte es vorne fest. Verlängerter Arm, wenn ich reite genauso, wenn ich das Pferd die Hinterhand aktivieren möchte, um es zu gymnastizieren und einfach, dass es mir untertritt, nichts zum Treiben, dann kann ich ja nicht eben beim Reiten loslassen und so machen. Das geht nicht so gut. Das ist eigentlich nur eine Hilfestellung dafür, dass du einen ruhigeren Sitz hast und dass du besser an das große Tier rankommst, sozusagen. Die meisten Hilfsmittel, die wir sehen, die wir auch, wenn du jetzt beispielsweise in Reitsportladen gehst, die du da findest, sind Hilfsmittel, wo wir nicht von Hilfsmitteln reden dürfen, sondern sind eigentlich Folterwerkzeuge. Wir haben hier Gerten, die einen Druck auf den Pferdebauch ausüben, die oftmals extrem schmerzhaft sind, mit denen wirklich auch schlimmster Missbrauch gemacht wird, wenn wir uns anschauen, da geht's. Also da weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, von welchen Gerten sie spricht, die Druck auf den Pferdebauch auswirken sollen. Wir können vom Freizeitsport bis in den hohen Spitzensport sprechen. Hier geht es um schlimmste Tierquälerei. Wenn wir anschauen, wie Gerten zum Einsatz kommen, wenn wir sehen, was für schlimmste Striemenpferde oftmals haben nach solchen Turnieren, da geht es darum, einfach, dass Tieren massives Leid angetan wird, was ich finde, auch wo wir uns dringend Gedanken darüber machen müssen, dass sowas nicht mehr unterstützt. Und hier, man sieht auch wirklich pauschal, Hilfsmittel geht nur auf die Gerte ein, nicht auf das ganze Komplex, was es gibt. Das ist halt, ja, also ich ziehe keinen Mehrwert aus dem, was sie sagt. Und ich denke mal, ein Laie umso weniger. Würdest du aber sagen, es gibt auch noch Leute, die diese Hilfsmittel missbräuchlich nutzen? Ja, gibt es leider, das muss man auch zugestehen. Der Reitsport ist leider nicht perfekt und es gibt Leute, die sich das Leben oder das Reiten einfacher machen wollen. Und man braucht leider in dem Falle nicht so weit wegschauen, wer Hilfsmittel missbraucht. Nein. Packst du ein scharfes Gebiss rein, dann macht das Pferd vielleicht den Kopf runter, weil es den Druck weicht. Aber es hat halt nicht diesen Effekt der Anlehnung. Die Anlehnung ist was ganz anderes. Es ist einfach, ich glaube, viel Interpretation. Und nochmal rückwirkend zu dem, was ich vorher gesagt habe. Viele Reiter wollen zu schnell zu viel, ohne das Pferd. Das Pferd überhaupt in der Leistung ist, das zu machen. Es ist so. Und auch hier ist mir ein Video von ihr aufgestoßen mit einem jungen Pferd an der Longe und stetigen, sehr, sehr engen Kontakt am Zügel. Man sieht wirklich, dass sich dieses Pferd null abstrecken kann, dass der Reiter sich offenbar auch, ich schätze mal, deswegen sich nicht wohlfühlt und deswegen so anzieht. Aber das sieht man halt auch leider Gottes in sämtlichen Berittstellen, dass ja vorne angepackt wird oder eben Ausbinder reingeschnallt wird, was man auch bei ihr sieht. Die Ausbinder bei diesem Pferd sind halt einfach viel, viel zu kurz verschnallt. Das heißt, das Pferd kommt nicht mal an die Senkrechte heran, geschweige denn über die Senkrechte hinaus, wo es eigentlich sein sollte. Man sieht keine Remontenhaltung, wie sich das Pferd eigentlich am Anfang bewegen sollte, dass es einfach eine Ganaschenfreiheit bekommt, sondern man sieht einfach nur den konstanten Zügeldruck im Pferdemaul. So, keine Ahnung, ich mache keinen Sport, ich mache keine Klimmzüge und ich sagte jetzt, mach jetzt 20 Klimmzüge und ich bin so, ich versuch's doch, aber wie soll ich es denn tun? Das ist halt ein bisschen unfair im Reitsport. Da muss man halt dem Pferd gerecht sein und sagen, hey, wir machen das Step by Step. Und dann, wenn du halt erst einen Klimmzug schaffst, ist das auch okay. Das Verständnis fehlt da halt leider und dann werden halt leider Hilfsmittel auch falsch benutzt, weil sie das so, weil Hilfsmittel das so anbieten, falsch benutzt zu werden. Wenn man jetzt eine Spore sieht, denkt man sich schon so, ja, ist bestimmt zum Treiben, ist bestimmt zum Reinhauen. Aber wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt, dann verwendet man es vielleicht auch falsch. Würdest du dann sagen, dass der Reitsport im Wettkampfsinne und Turniersinne auf jeden Fall abgeschafft werden sollte? Wettkampfsport muss dringend abgeschafft werden. Wir setzen uns aus dem Grund auch für ein Verbot ein. Wir sehen beispielsweise im Galopprennsport im sogenannten. Also hier würde ich reglementieren, ich würde sagen, der Leistungssport gehört abgeschafft. Das heißt, der Hochleistungssport, Wettkampfsport generell in einem freundlichen Rahmen im Sinne von Gaudi-Turnieren, im Sinne von wirklich, dass es ums Pferd geht, wenn man die Regularien umschmeißt, würde ich mich noch mit anfreunden können. Aber Wettkampf birgt natürlich einfach immer die Gefahr, dass man das Pferd dann missbräuchlich für seine Zwecke verwendet, einsetzt und missbraucht. Galopprennsport, dass innerhalb von 5 Jahren 50 tote Pferde allein auf der Rennbahn zu beobachten waren. Wir wissen, dass natürlich auch im sogenannten Training Tiere sterben, dass da wir auch nicht mehr von Unfällen sprechen können, sondern das sind Dinge, die passieren, weil wir eben Tiere auf so eine Art und Weise ausbeuten. Und das Schlimme ist ja, wenn man sich den
auch den Spitzensport anschaut, wenn wir uns die ganzen Skandale anschauen, dass wir da sehen, das, was wir vor der Kamera, was wir auch als Publikum beobachten können, das ist ja wirklich nur der Gipfel des Eisbergs, das, was wir drumherum noch beobachten müssen, das Training, der Umgang mit den Tieren, wenn sie zu Hause sind, das kriegen wir oftmals gar nicht mit. Und da können wir uns nur vorstellen, wenn wir sowas schon vor Zuschauern präsentiert bekommen, wie es dann wirklich zu Hause abgeht. Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sich manch einen namenhaften Reiter auf Turnier anschaut oder auf dem Abreiteplatz, da will man wirklich nicht wissen, wie das dann wohl teilweise am Hof abgeht, hinter verschlossenen Hallentüren. Ich würde sagen, den hohen Reitsport vielleicht. Also ich würde die Regel nochmal ändern. Ich würde gerne nochmal auf die klassische Dressur gehen oder also dieses erstmal nochmal 20 Level wieder runtergehen. Dann würde ich sagen, kann man das gerne so beibehalten, so wie es jetzt immer höher, immer weiter geht, würde ich sagen, ja. Aber so die kleinen Disziplinen sind halt auch für ja, junge Reiter echt toll, weil die dann ihre Erfolge bekommen, reiterlich sich weiterentwickeln wollen. Das ist ja eigentlich nur so ein Stufenmodell. Also was ich problematisch finde, ist, wenn sich Reiter nur weiterbilden wollen, wenn sie auf Turnieren Erfolge sammeln wollen. Schwierig, das war tatsächlich jetzt, ich kann es nur von meiner Warte aus sprechen, nie mein Anreiz, weil es mir persönlich immer darum ging, Zeit mit dem Pferd zu verbringen. Grundsätzlich finde ich es aber nicht schlecht, den Gedanken, dass man einfach nochmal an der Basis anfängt und wirklich dieses komplette Reglement überarbeitet und nicht nur einzelne Reprisen, wie sie es jetzt hier versuchen. Das gehört komplett umgeschmissen, aber da steckt halt einfach zu viel Geld drin, deswegen wird das auch nicht passieren. Keine Ahnung, beim Karate, dass du dann irgendwann den schwarzen Gürtel hast und bist ganz stolz darauf, so dass du weißt, hey, ich habe ein neues Level für mich in meinen Erfahrungen erreicht. Und ich finde das also in den kleinen Disziplinen vielleicht noch ganz gut, aber in den hohen vielleicht nicht. Sollten generell strengere Richtlinien eingeführt werden, was die Pferdehaltung angeht? Was die Pferdehaltung angeht, sehen wir immer noch eine große Problematik auch heutzutage. Es gibt eben auch, weil viele Reiter immer noch behaupten, dass die Pferde eben geschont werden müssen, dass man eben aufpassen muss, dass sie sich nicht verletzen. Oder wie viele Menschen behaupten, oh nein, mein Pferd, das kommt in der Herde nicht zurecht. Und in den meisten Fällen stimmt es einfach nicht. In den meisten Fällen wurde es entweder nicht ausprobiert oder schlechte Herdenzusammenstellung. Ist ja mein Main-Thema. Da würde jetzt auch dann bald eine Beitragsreihe online gehen. Ich habe jetzt nur eben diese Videos vorgeschoben, weil das jetzt einfach relevanter war. Das heißt, das würde jetzt demnächst meine Haltungsreihe auf Instagram beginnen. Und da werde ich dann auch noch einige Beiträge teilen, gerade auch eben Checkliste Offenstall, das ist mir sehr, sehr wichtig und hatte ich eben auf meiner alten Seite bereits thematisiert und das wird dann auch da wieder folgen, weil das ist ein wahnsinnig riesiges Thema und ja, kein Pferd gehört in eine Box gesperrt länger als 12 Stunden am Tag, also ich finde 12 Stunden sind schon zu viel, aber ja, das ist zu groß für dieses Video hier. Sogenannte Boxenhaltung, die ist einfach sehr, sehr weit noch vertreten. In Deutschland sehen wir sehr, sehr viele Tiere, die Tag für Tag 23 Stunden vor sich hin vegetieren, in kleinen Boxen, in denen sie eingesperrt sind, in denen sie keinen Kontakt haben zu Artgenossen, vielleicht über Gitterstäbe, die wirklich an schlimmsten Verhaltensstörungen auch leiden. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz dringend verändert werden muss. Wir müssen hier uns auf die Bedürfnisse von den Tieren einlassen. Das sind Herdentiere, die in sehr großen sozialen Strukturen leben. Und dem können sie natürlich nicht nachgehen, wenn sie in der Box stehen, wenn sie in der Box vor sich hin vegetieren, ja, und da ein Leben lang leiden. Kein Mensch wäre damit einverstanden, wenn man sich vorstellt, ein Hund, eine Katze wäre so eingesperrt. Da würde ein Aufschrei in der Gesellschaft durchgehen. Und das passiert bei Pferden nicht, weil wir uns eben an dieses Bild gewöhnen. Man muss sich einfach nur mal diesen Radius vor Augen führen, den ein Pferd hat in einer Box. Und den Radius, den wir mit unseren Hunden zurücklegen oder mit selber, ne, wenn wir dann in Urlaub fliegen und oder fahren und uns dann denken, dieses Pferd kann sich nur auf seinem Radius im Kreis bewegen, so einmal in der Box, die Box ist ungefähr so lang wie das Pferd, vielleicht ein bisschen länger, damit sich das Pferd auch hinlegen kann, ja, also das ist einfach ein richtig grausamer Gedanke und ich bin wahnsinnig froh, dass ja, mein Pferd nicht in so einer Box stehen muss. Ja, ich würde schon sagen, ja. Also jeder fängt klein an, das muss man halt dazu sagen, man lernt immer mit und an dem Pferd tatsächlich und dazu muss man sagen, Pferde sind wirklich sehr geduldige, liebevolle Lebewesen, die das mit sich machen lassen leider, sogar leider auch irgendwo, aber man lernt halt mit dem Pferd und ich finde, es sollte schon sowas wie es gibt ja auch einen Hundeführerschein, irgendwie sowas in diese Richtung geben, das gibt es ja leider nur im Turniersport, dass du sagst, ja okay, du darfst das erst reiten oder das erst springen, wenn du die Vorstufe geschafft hast und im privaten Bereich gibt es das halt nicht. Also ich finde schon, es sollte mehr sowas ja auch im privaten Bereich geben, ja. Viele haben gesagt, sie haben eine extrem enge Bindung zu ihrem Pferd, enger als zu ihren eigenen Eltern zum Teil. Wie kann man das Ganze verstehen? Ich habe noch Schwierigkeiten, das richtig einzuordnen. Ich glaube, dass man ganz, ganz tiefe Verbindungen auch zu Pferden eingehen kann, was ja auch ganz, ganz wundervoll ist. Ich sehe aber die Problematik, wenn wir uns einfach auf einer Basis bewegen, wo es darum geht, Tiere auszubeuten oder Tiere auch für einen Zweck zu missbrauchen. Ich finde es in Ordnung, wenn sich Menschen viel mit ihren
ihren Lebewesen, oder das ist auch richtig so, beschäftigen, auf die Bedürfnisse eingehen, eben auch auf das Art eigene Verhalten eingehen und das eben auch respektieren lernen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz dringend passieren muss, dass wir eben schauen, welches Verhalten zeigt mein Pferd, in welchen Situationen fühlt sich's wohl, was äußert es mir gegenüber, wie kommuniziert das Pferd mit mir, dass ich darauf achte, dass ich schaue, wie kann ich vielleicht auch außerhalb von dem ausbeuterischen System mit meinem Lebewesen zusammenleben. Und dann spricht da nichts dagegen. Es geht einfach darum, dass wir hier eine Veränderung in unserem Umgang mit Pferden, gerade auch im sogenannten Pferdesport, brauchen. Und ich glaube, dann, wenn jeder ein bisschen kritisch, mit einem kritischen Blick auf diesen Sport schaut, dann kann man sehr, sehr schnell erkennen, dass hier sehr, sehr viel falsch läuft. Und das ist das, was wir als erstes angehen müssen. Perfekt, ganz vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. So Leute, und da sind wir auch wieder hier in dem Setup. Vielen Dank nochmal an Jana und auch an Askino dafür, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir zu sprechen, so kurzfristig auch. Ja, und wir sind an dieser Stelle auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich habe in diesem Video ein paar Dinge klargestellt, die im letzten Video nicht richtig liefen und nicht gut von mir waren. Ich habe in diesem Video auch zwei Perspektiven angeboten. Und wie ihr selber merkt, ist es gar nicht so einfach zu erkennen, was jetzt richtig und falsch ist, weil es auch nicht immer schwarz und weiß richtig und falsch gibt. Und am Ende geht es, glaube ich, auch ganz klar darum, selber ein Bewusstsein darüber zu haben, geht es meinem Pferd gut? Gehe ich mit meinem Pferd gut um? Wir haben eine Perspektive auf den Wettkampf und den Turniersport bekommen. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt von euch zu hören. Was ist nach meinen letzten beiden Videos eure Perspektive auf das Ganze? Wie seht ihr den Pferdereitsport? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Hoffe, euch geht es gut und euren Tieren geht es gut. Und bis nächste Woche Montag wieder. Bis dann. Und ciao. Und damit sind wir auch am Ende meines Videos angekommen. Ja, ich hoffe, dass ich euch auch hier wieder ein paar meiner Perspektiven aufzeigen konnte. Wie gesagt, ich finde es leider sehr, sehr schade, welche Interviewpartner da genommen worden sind, dass da nicht etwas mehr nachgeforscht worden ist. Aber wie gesagt, das hat die Zeit wohl nicht erlaubt. Ich verstehe, dass man nach einem Shitstorm oder während eines Shitstorms schnell reagieren möchte und auch muss, damit das einfach alles wieder in einigermaßen ein rechtes Licht gerückt wird. Aber in dem Sinne finde ich es schwierig, wer da gewählt worden ist, weil die Worte dann natürlich nicht viel wert sind. Also jetzt gerade eben von dieser Anna von Askino sind die Worte dann einfach weniger wert, auch wenn sie sicherlich grundsätzlich einen guten Gedanken mit den Pferden hat. Das möchte ich ihr überhaupt nicht absprechen, aber einfach das Verhalten, der Umgang mit Kritik und eben was sie sagt und was sie tut, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Man darf außerdem gespannt sein, was diese beiden Influencer, also Askino und dann Horse and the City, zusammen aushacken werden, weil Horse and the City hatte ich an dem gleichen Tag wie Askino kritisiert bezüglich ihres viel zu engen Sperriments, was man hier auf den Videos gut sehen kann. Und ja, die Dame hat sich dann nicht allzu freundlich in den Nachrichten geäußert. Ich hatte auch noch kritisiert, dass sie ein falsch verschnalltes Halfter bzw. die falsche Halftergröße verwendet bei ihrem Pferd, was natürlich auch sehr, sehr böse ins Auge gehen kann, wenn das Pferd den Kopf hochreißt. Und zum Thema Sperrimen verlinke ich euch natürlich das Video in der Videobeschreibung. Aber ja, da darf man auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein und ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich dann den Kommentar von Horse and the City gelesen habe, in welchem sie die Tatsachen komplett falsch darstellte. Und nichtsdestotrotz hat Jonas sich hier wahnsinnig Mühe gegeben, hier nochmal aufzuklären und einfach die Sachlage wieder ein bisschen gerade zu rücken. Das freut mich sehr, gerade eben, weil es sicherlich super anstrengend ist für einen Laien. Also wir wissen es ja selber, was da einfach an immensen Wissen und jahrelanger Erfahrung drin steckt, wie man eben die Sachen rund ums Pferd lernt. Dementsprechend finde ich dieses Video schon sehr, sehr wertvoll und auch eben gut, dass dann einige Dinge dann richtig gestellt worden sind. Und ich bin gespannt, ob zu dem Thema vielleicht nochmal was von ihm kommt. Genau, also macht's gut. Ciao.